Hallo und herzlich willkommen zu einer Verblendung. Mein Name ist Knork und ich freue mich, dass du dabei bist. Achte mal auf diese Szene hier. Die Körperhaltung sieht original so aus, als ob der Binturong gleich von dem Sauger hier eingesaugt wird, oder? Ich wollte es dir einfach nur zeigen. Es ist mir vorhin aufgefallen und deswegen fand ich ein bisschen witzig, wie der sich so festkrallt und dann der steht da und ist so am Lachen. Sensationell. So, ich würde gerne heute das hier komplett abschließen. Das Innengehege ist ja soweit fertig, aber es fehlen noch ein paar kleine Details, wie zum Beispiel Blumentöpfe wollten wir ja platzieren. Das werden wir natürlich dann machen. Und sollten wir nachher noch ein bisschen Zeit haben, werde ich doch wieder langes Gras hier hinsetzen. Das waren nur 1-2% Unzufriedenheit. Ich finde aber, langes Gras muss hier einfach hin. Das sah wesentlich besser aus. Tut mir leid, wenn ich dann die letzte Folge so ein bisschen hier das ganze Gras wieder kurz gemacht habe. Jetzt mache ich es wieder lang. Ja, also da werden wir auf jeden Fall nochmal rangehen, wenn wir Zeit haben. Wenn nicht, mache ich das offscreen oder... Nein, eigentlich bist du immer dabei, also musst du auch dabei sein. Dann werden wir heute ein bisschen länger machen. Auf jeden Fall wollte ich ja Blumentöpfe hinsetzen, weil das sieht hier ein bisschen trist aus. Dann die Schilder. Ich habe mir Gedanken gemacht und es ist ein Problem mit den Schildern, weil ich komme zu keiner vernünftigen Lösung. Heißt, die Schilder kommen weg. Wir haben ja sowieso nirgendwo stehen, irgendwie keinen Durchgang oder sonst irgendwie. Ist zwar ein schönes Gimmick, aber es passt einfach nicht mit den Querstreben da oben und deswegen machen wir das jetzt hier alles wieder einmal weg. Und genauso hier, das war's dann, ne? Ja, sieht besser aus, weil das Glitschige, das sah einfach doof aus, ne? Weil das hier unten durchguckte und ich hätte das hier wegnehmen können. Achso, wir haben ja sogar zwei lang. Hätte das hier wegnehmen können, aber dann, ich weiß nicht, das sah besser aus mit den Streben. Hoppala, ich glaube, ich habe eins zu viel weggemacht. Ja, so, auf jeden Fall sieht es so viel besser aus. Jetzt schauen wir mal in der Abteilung Naturgarten, ja, ob wir da was Asiatisches oder Indisches, ne, müssen wir mal gucken, ob wir da irgendwas haben. Wir schauen mal, also wir haben einmal hier Ostasiatisch, nichts. Das ist ja sensationell. Indisch, auch nichts. Oh, das ist ja sehr toll. Dann müssen wir uns selber was basteln. So, wir haben hier einen afrikanischen Blumentopf. Der sieht eigentlich ziemlich cool aus, kann man auch anmalen. Wäre gar nicht so verkehrt. Oder diesen hier. Nur den finde ich tatsächlich ein bisschen zu groß. Ich würde gerne sowas Kleineres hier haben, was ich hier auf den Boden stellen kann. Ja, kann ich natürlich auch auf den Boden stellen, aber es... Warte mal. Was ist das denn? Entschuldigung? Entschuldigung, wo kommt das denn her? Oh... ich glaube, wir haben da... Achso, warte, ich bin ja hier in der Höhle. So, dann schauen wir mal. Warte mal, ich bin noch in der Gruppe drin. So. Damit würde ich nicht die Tiere beeinflussen, oder? Also die hätten jetzt keinen negativen Aspekt davon. Oder fällt das unter... Warte mal, das könnte unter Bäume fallen, ne? Ich schau mal kurz nach. Warte, Natur. Wo sind diese Platten denn auf einmal her? Seit wann gibt es die denn? Die sind ja sensationell. Was ist das? Okay. Ich entdecke gerade Planet Zoo ganz neu. Das ist ja toll. Wo habe ich jetzt diese Platten her gehabt? Da. 4x4. Bepflanzte Holztafel. Okay, Aquatisch-Tropen. Aquatic-Pack. Ja, ich glaube, dann haben wir ein Problem. Das sieht sehr, sehr, sehr toll aus. Aber in Sachen Umgebung wird er damit wahrscheinlich nicht klar. Okay, der kommt damit klar. Oder muss ich erst auf Play drücken? Damit er hier so eine Aktualisierung hat, damit er checkt. Ah, da ist was. Nee, ist nur die Dattelpalme. Moment. Wir gucken mal. Alter Verwalter. Das sieht ja richtig urwaldig aus. Einzige Problem ist halt... Das ist brutal viel Arbeit. Das ist sehr, 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 sehr viel Arbeit. Das würde sich aber lohnen. Weil man könnte ja zum Beispiel jetzt hier so ein bisschen so drehen. Zieht man die wieder hier hin.
Alter Verwalter. Das sieht toll aus. Okay. Warte mal, wir haben ja noch andere... ich wollte gerade sagen Insassen, aber noch andere Tiere hier. Jetzt bin ich gespannt. Umgebung. Dattelpalme. Okay, die haben also alle nichts dagegen. Das sieht wirklich toll aus. Muss ich sagen. Aber performance-technisch und aufwandstechnisch ist das, glaube ich, übertrieben. Da können wir lieber Gras hoch machen. Da werden die dann halt ein bisschen unzufriedener. Aber das sind halt nur, wie gesagt, 1, 2, 3% und das war's dann. Okay. Wo auch immer die herkamen, dann hätte ich vielleicht vorher entdecken müssen. Wir haben hier also einen Blumentopf, den kann man auch anmalen. Aber wie gesagt, der ist ein bisschen zu groß. Dann haben einen Pflanzentopf, einen kleinen. Den könnte man auch anmalen. Aber ehrlicherweise, ich hätte gerne was in rund. Okay, Pflanzentopfhalterung, sowas gibt es auch. Weil das, aha, okay, kann man zweckentfremden besser. Hier ist sowas. Aber das ist auch wieder so groß, so hoch. Ich hätte gerne, ne, diesen Pflanzentopf, den wir gerade hatten, in rund. Das wäre dann perfekt. Aber wahrscheinlich gibt es das hier nicht. Wir hätten sowas. Das kann man nicht leider anmalen. Das wäre dann halt eher so eine Holzoptik. Wir hätten das. Das ist auch zu groß. Und das war dann. Was ist denn, wenn wir den jetzt hier hinsetzen? Ja gut, aber der sieht so ein bisschen verloren da aus, ne? Dann hätten wir lieber den. Aber wenn wir den ein bisschen runtersetzen, spricht ja eigentlich nichts gegen. So. Er geht halt ziemlich weit in den Weg rein, ne? Ich bin nur am Nörgeln, ich weiß. Aber es muss halt perfekt werden. Und so was hier? Okay, warte mal. Dann nehmen wir doch den hier. Ich werde den jetzt erstmal umlackieren. Das sieht das ja schon mal das Ganze ein bisschen anders aus. Wir haben hier, das Rot wollte ich eigentlich haben. Ja, und dann nehmen wir hier Gold. Und schon, et voilà, sieht das ganz gut aus. Was ist denn, wenn man das Dunkelrot nimmt? Oh, okay, das sieht noch besser aus. Okay. Also ich glaube, ich habe schon was gefunden. Ja. Das Problem ist, man könnte das auch als Mülleimer sehen irgendwie, ne? So leichte... Sieht so ein bisschen aus. Aber wir stecken da jetzt eine Blume rein. Und dann... Aber was für eine Blume? Eine Palme. Eine kleine Palme. Palme. Ich sehe da diese Bananenpalme. Bananenpalme. Dattelpalme, Dattelpalme. Es gibt keine Bananenpalme. Okay, die hieß anders. Die hieß Bananenstaude. Ja. Okay. Ja! Wir pflanzen einen Stiel. Ja, okay, sehr cool. Aber sehr breit. Nee. Okay, dann gucken wir doch unter Palme. Palme. Wir haben hier... ist auch zu breit. Zu breit. Zu breit. Die sind alle zu breit irgendwie, ne? Was haben wir denn noch für Möglichkeiten? Ist auch relativ breit, wobei... Warte mal, wie heißt das Ding? Zerrwurz. Das ist der Zerrwurz? Zerrwurz, Zerrwurz. So. Würde gehen, weil die auch von der Wand weggeht. Könnte man ja noch ein bisschen begradigen. So. Dann hätten wir hier... So. Das ist sehr gut. Alles klar. Nee, noch nicht alles klar.
weil da hinten backt ihr das so ein bisschen durch. Jetzt passt es. Okay, jetzt machen wir das als... Trennen wir das erstmal von der Gruppe. Dann machen wir das als ein Element. Und dann können wir nämlich sagen, hier, Weltachse. Und wir kopieren uns das. Boah, ist echt cool. Vor allem die Kombination gefällt mir gut. So, wir sind noch auf der nicht mehr Weltachse. Okay. Dann setzen wir hier noch mal einen hin. Ne, hier setzen wir keinen hin, weil das nicht passt. Das wäre eine Möglichkeit. Das würde genau passen, ne? So, wäre mittig. Und mittig passt auch. Ja, wie machen wir das denn jetzt? Ich muss ja alles gleichmäßig haben. Aber andersrum? So sieht das schon gut aus. Okay, eine weiter. Na, wir sind noch auf der Weltachse, Gott sei Dank. Okay, wenn ich die jetzt immer zwischen diesen Teilen setze, wird das dann too much? Wenn ich das genau mittig immer setze, also fast immer genau mittig, obwohl, der hier gefällt mir. Der gefällt mir noch nicht so ganz. Aber das wird zu viel, oder? So, dann ziehen wir den lieber nach hier. So. Ja, besser. Das ist zu viel, wenn wir hier noch welche hinsetzen. Dann gehen wir eine weiter. So, dann haben wir hier. Und dann setzen wir dich. Okay, dich können wir jetzt theoretisch wieder hier in die Mitte setzen. Bin gerade noch am gucken. Also... Ich muss ja 100% zufrieden sein. Da bin ich auf jeden Fall. Das sieht sehr gut aus. Hier bin ich noch nicht ganz zufrieden tatsächlich. Wenn wir den jetzt weiter nach hier ziehen. Und den haben wir dann auch mittig. Das ist besser. Das sieht besser aus. Ja, so ist okay. Dann haben wir hier erstmal lange Zeit nichts. Dann haben wir hier wieder in der Mitte. Dann hätten wir als nächstes wieder hier. Den lassen wir in der Mitte. So, und dann kopieren wir uns nochmal weiter. Und zwar... Jetzt muss ich nur gucken. Jetzt passt das hier nicht, ne? Dann wäre das so. Ja. Eine weiter noch. Dann machen wir hier in der Mitte. Wie haben wir das denn da hinten gemacht? Da hatten wir gar keinen in der Mitte, ne? Und hier haben wir zwischen... Ja, genau. Hier haben wir wieder zwischendrin. Okay. Das heißt, wir müssen hier jetzt uns das kopieren. Was heißt, wir müssen? Wir dürfen uns das hier kopieren. So. Und... Ja, ich habe das jetzt übereinander gelegt, damit doppelt gemoppelt hält natürlich besser. Und den ziehen wir uns hier hin. Bin ich noch eine Weltachse? Ja. Das sieht immer so aus, als ob das durchglitscht, ne? Aber ist nicht. Ah, besser, guck mal. Ja. Ich weiß, es ist... Alles jetzt gerade Copy-Paste-mäßig. Können das ja natürlich noch ein bisschen variieren. Aber viel werden wir da nicht dran machen können. Oder.
Oder. Alter, wenn man die ineinander setzt, sieht das auch gar nicht mal so verkehrt aus. Oder. Gut, dann ziehen wir den noch ein bisschen nach vorne. Das passt ja. Das passt auch. So, und wenn wir den jetzt immer jeden zweiten setzen. Warte, den müssen wir dann wieder wegmachen. Und den müssen wir dann so ein bisschen hier hin. Dann haben wir so ein bisschen ungleich. Achso, ja. Ein bisschen Ungleichheit, ne? Dann hätten wir nicht das immer kopiert, 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 kopiert. Ich glaube, das machen wir auch so. Jo, den ziehen wir jetzt einmal hier hin. Dann wird der entfernt. Setzen wir dich dahin. Nee. Dich lassen wir da. Dafür tauschen wir den hier aus. Weil der geht so ein bisschen in die Tür rein. Ne, dann ziehen wir den lieber hier hin. Guck mal. Dann können wir den nämlich hier sehr schön hinsetzen. So zum Beispiel. Ist ja egal. Okay, das ist schon sehr knapp. So. Passt aber. Passt da oben auch, ja. Gut, dann können wir den jetzt als nächstes noch austauschen und dann haben wir es. Weltachse, genau. Und dann ziehen wir dich nämlich hier hin. Ja, besser. Guck mal. Wenn jetzt hier in, ne, hier so entlang guckst, viel besser. Und wie gesagt, ja, die kann man natürlich noch ein bisschen drehen, das ist ganz klar. Aber. Komm, dann drehen wir die noch ein bisschen. Viel haben wir aber auch nicht, viel Spielraum. So, dann können wir dich noch ein bisschen drehen. Du gehst da schon rein, okay. Na, dich lassen wir erstmal. Dich lassen wir auch. Nein, dich lassen wir nicht, weil den nächsten können wir so lassen. Dann können wir den nämlich hier lieber noch ein bisschen drehen. Ein bisschen. So. Dann haben wir hier jetzt auch nicht so viel Möglichkeit. Hier auch nicht, weil da halt die Dinger hinter sind. Die Streben. Und das hier können wir noch ein bisschen drehen, ja. Und dann haben wir hier nochmal die Möglichkeit, ein klein bisschen zu machen. So, ne? Das ist wirklich hier Millimeterarbeit. Perfekt. Und dich setzen wir auch nochmal ein bisschen. So, und last but not least, er hier. Ein bisschen, ne? Ich bin zufrieden. Ich finde, das Grünzeug wertet die ganze Höhle hier nochmal auf und bringt so einen farblichen Akzent rein. Also das finde ich schon besser. Ja, besser finde ich aber das hier noch nicht, dass wir hier noch kein hohes Gras haben. Ich denke mal. Ja. Ja. Ja, ja, wir machen auf jeden Fall hier langs. So. Oh, warte mal. Wir können hier aber auf. Na, auf 2 gehen. So. Und dann hätten wir nämlich hier wieder auf 3. So. Ja, also
Ich muss sagen, lange Rasen sieht wesentlich besser aus. Wesentlich besser. Deswegen werden wir hier auch überall langen Rasen hinsetzen. Oh. Aber das hier ist immer doof, ne? Weil wenn du das platzierst, ist der lange Rasen weg. Aber du kannst den langen Rasen wieder da drüber ziehen. Ja, das machen wir aber in der nächsten Folge. Meine Nase ist gerade am Laufen, Schnupfen, keine Ahnung, was da los ist. Auf jeden Fall werden wir dann in der nächsten Folge, ich wollte das eigentlich diese Folge machen, aber dann machen wir dann in der nächsten Folge. Und dann haben wir in der nächsten Folge das hier komplettiert. Und dann können wir, ja, vielleicht schaffen wir das sogar in der nächsten Folge dann schon mal, eine Grundstruktur fürs neue Gehege anzulegen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bedanke mich fürs Zuhören, wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Tschüss.